Hallo Leute und herzlich willkommen zu Jaco Busch in the Car. Ihr kennt die Situation schon. Als ich das letzte Mal im Auto saß, habe ich mich aufgeregt, ne? Ich weiß, wisst ihr, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ich glaube immer, wenn ihr jetzt ein Video im Auto... Nein, stimmt nicht! Nächste Woche kommt ein Video im Auto online und das wird richtig witzig. Aber generell ist es so, dass ich meistens im Auto wütend werde. beziehungsweise im Auto sowieso die meisten Emotionen habe, weil wenn ich längere Strecken fahre und Musik höre, dann rattert es bei mir im Kopf und dann ja, bilden sich bei mir so Meinungen. Ja, ich hatte das Bedürfnis. Ich hoffe übrigens, dieses Lenkrad fuckt euch nicht so sehr ab wie mich. Mich stört es total. Ich habe eigentlich so ein richtig geiles Autostativ, was man so an die Windschutzscheibe klemmt. Aber ich hatte nicht geplant, dieses Video zu drehen. Ich habe noch die Kameratasche hier vom Dreh gestern drin. Und deswegen bin ich froh, dass ich gerade überhaupt eine Kamera dabei habe. Falls dieses Video online gehen sollte, vielleicht rege ich mir auch zu doll auf gleich. Und dann denke ich mir, was ist das für eine Scheiße. Die meisten Leute schreiben mir nämlich immer, dass sie auf meinen Kanal kommen, wenn es ihnen schlecht geht, damit es ihnen besser geht und damit sie was zu lachen haben. Zur Vorwarnung, wer sich Jaco Busch anguckt, um gute Laune zu bekommen, ist jetzt hier heute falsch, denn ich bin wütend. Ich bin sehr, sehr wütend und habe gerade nachgedacht und habe mich voll reingesteigert in den Gedanken und hatte gerade einfach das Bedürfnis, ein Video darüber zu machen. Und ich glaube, ich werde das auch ungeschnitten hochladen. Und wer Bock hat, sich das anzugucken, kann sich das angucken, und wer was Besseres zu tun hat, I really understand it. Ich stand gerade an der Ampel und habe mir eine Nachricht von einer Zuschauerin durchgelesen. Die hat mir eine E-Mail geschrieben und hat mir ein Problem geschildert. War eine sehr, sehr lange E-Mail über ihre Lebenssituation. Ja, und diese Zuschauerin hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, dass sie halt Träume hat. Das waren jetzt nicht mehr besonders große, außergewöhnliche Träume, sondern einfach so Selbstverwirklichungssachen irgendwie, ne? Jeder Mensch hat ja so Wünsche und Träume, Sachen, wo er Bock drauf hat, die er gern machen würde. Und ja, wenn man etwas einen Traum nennt in unserer Welt, besonders im wunderschönen Deutschland, das so super tolerant und offen ist, dann handelt es sich meistens um unkonventionelle Dinge. Wisst ihr? Also im Grunde genommen machen ja viele hier dasselbe. Wir haben halt so eine Arbeitsmarktstruktur, wenn es jetzt um das Thema Arbeiten geht. Und es geht ja oft bei Traumverwirklichung um das Thema Arbeit, weil alles andere kann man ja zu Hause im Stillen heimlich auch selber machen. So. Es ist ja, wenn man jetzt sagt, mein Traum war schon immer auf ein Mittelalterfest zu gehen, kann man da auch heimlich hinfahren, wenn einem das irgendwie peinlich ist vor anderem. Was nicht heißen soll, dass Mittelalterfeste peinlich sind. Ich liebe Mittelalterfeste und gehe sehr gerne auf Mittelalterfeste. Es ist das Coolste der Welt für mich. Also das war jetzt keine Kritik für alle Leute, die jetzt denken, wieso nimmt sie das als Beispiel? Ich finde das richtig cool. Nur es ist halt unkonventionell. So, dann sind es meistens unkonventionelle Dinge und irgendwie fällt es allen Leuten in diesem Land sehr, sehr leicht, konventionelle Dinge zu machen. Es ist total easy, irgendeine Ausbildung anzufangen. Es ist total easy, irgendwas Konventionelles zu studieren, obwohl es derselbe Weg ist. Also es ist derselbe Weg, sich für etwas Konventionelles einzuschreiben, als... ist derselbe Weg, als sich für... Ich muss das manchmal grammatikalisch rückwirkend nochmal prüfen, weil ich im Schnitt immer sehe, wie viel Fehler und Versprecher ich einfach drin habe. So, es ist genauso aufwendig, wie sich in einen unkonventionellen Studiengang einzuschreiben. So, es ist genauso aufwendig, sich eine sehr, sehr außergewöhnliche, unkonventionelle Ausbildung zu suchen, wie sich eine konventionelle Ausbildung zu suchen. Es sind dieselben Wege. Es hat nichts mit einem Schwierigkeitsgrad zu tun. Es ist jetzt nicht so, dass der Traum ist es, Superstar zu werden. Und zwar möchte man aber nicht irgendein Superstar werden, sondern der 5,3 Milliarden Platten verkauft. Das wäre ein unkonventionelles Ziel mit einem Schwierigkeitsgrad, der größer ist, als sich eine Ausbildung als Buchhalterin zu besorgen. Das war ein beschissenes Beispiel. Egal. Und genauso ist es für viele schwieriger zu sagen, ich packe jetzt zum Beispiel meine Sachen und fliege jetzt nach Vietnam und arbeite da in einer Menschenrechtsorganisation oder so. Weil man nicht so viele Leute kennt, die das machen. Das ist viel, viel einfacher, als sich einen Ausbildungsplatz zu suchen. Nur weil das nicht so viele Leute machen, denkt man, dass das total schwierig ist. Weil immer, wenn ganz viele Leute etwas machen, denkt man, dass das sehr einfach ist. Weil das ja alle machen und weil das normal und konventionell ist und deswegen überhaupt gar keine Hürde ist. Die Hürde ist diese unkonventionelle Sache. Aber
ich weiß, wie es ist, Leute. Ich hatte so Flitzekacke davor, zum Beispiel meinen Rucksack zu packen und das Land zu verlassen, ohne zu wissen, was kommt, ohne irgendwas gebucht zu haben. Und ich habe gedacht, Reisen ist die schwierigste Sache der Welt. Und dann habe ich herausgefunden, Reisen ist die einfachste Sache auf der ganzen Welt. Es ist so viel einfacher, als eine Klausur zu schreiben oder sonst irgendwas, was ich sonst immer als normal und einfach angesehen habe. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr witzig, weil wir sehen immer diese großen Hürden, aber diese großen Hürden haben nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun, sondern diese großen Hürden haben etwas ganz oft damit zu tun, was andere Leute denken, was andere Leute sagen. So, und diese Zuschauerin, die mir geschrieben hat, ich habe keine Ahnung, ob man meinem Gedankengang folgen kann. Alter Schwede. Ich werde es im Schnitt sehen. Okay. Meine Zuschauerin hat mir geschrieben, dass sie einen ganz großen Traum hat, aber dass ihre Mutter dies und jenes denkt und dass ihre Freunde dies und jenes denken und dass sie jetzt, also dieser Traum, den sie hat, dieser berufliche Traum, den kann man auch im Internet ausführen. Also sie hat dann so ein bisschen angetestet auf ihren Social-Media-Kanälen, hat da so ein paar Sachen geteilt und die Leute in ihrem Freundeskreis, die eher so ein bisschen artsy, konventionell spießig sind, ich nenne das jetzt einfach mal so, obwohl das ein sehr, sehr belasteter Begriff ist, fanden das so ein bisschen schwierig und so ein bisschen peinlich. Und jetzt ist sie total verunsichert und weiß nicht, was sie machen soll, weil irgendwie, vielleicht sieht sie das alles total falsch und irgendwie hat sie sich voll geschämt und kam sich irgendwie komisch vor, als sie diese Sachen geteilt hat. Und dann haben ihre Freunde so langsam aufgehört, ihre Sachen zu liken, weil sie auch irgendwie ein bisschen merkwürdig war und so weiter und so fort. So, das hat sie mir geschrieben. Ich stand an der Ampel und ich bin richtig, richtig doll wütend geworden. Ich bin vielleicht auch so wütend geworden, weil ich gerade in einer ähnlichen Situation war. Ich habe gerade, also das, was ich euch jetzt erzähle, Leute, das habe ich schon 1000 Mal durchgemacht. 1500 Millionen Trilliarden Mal. Ich höre von Person A, dass Person B etwas über mich gesagt hat. Und Person A denkt dann, sie ist eine besonders gute Freundin oder ein besonders guter Freund, weil er mir das sagt, weil wir haben einen gemeinsamen Feind. Und dann kommt sie zu mir und sagt, nur damit du es weißt, Person B hat das und das über dich gesagt und dass das, was du da im Internet machst, total peinlich ist. Und sie hat gesagt, dass sie das und das denkt und dass sie der Meinung ist, dass du davon und davon zu viel umsonst bekommst und bla bla bla. Und keine Ahnung, ich kriege wirklich das Kotzen bei sowas. Ne? Ich kann sowas überhaupt nicht ab. Da ich einen YouTube-Kanal habe, Leute, passiert mir das ständig. Es wurde schon so viel über mich gelästert. Ich habe schon so viele Ratschläge bekommen, was ich denn lieber für Formate machen sollte, worüber ich denn anstattdessen reden könnte, was ich denn stattdessen für Berufe machen könnte und was ich mir überhaupt denke, was überhaupt passieren soll, wenn diese ganze Social-Media-Welt irgendwann zusammenbricht und ich dann da stehe, quasi als Obdachlose, ohne Geld. Diese Herabstufung meiner Person, indem man irgendein Weltuntergangsszenario erstellt, um sich selbst besser zu fühlen. Mein Gott, gehe ich denn auf die Straße und frage die Leute, was machst du eigentlich, wenn du deinen Job verlierst? Was machst du dann? Ich gehe doch auch nicht durch die Welt und erzähle das anderen Menschen. Leute, was macht man, wenn irgendein Job nicht mehr klappt? Man sucht sich einen neuen. Und ich sage euch, wie es ist. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann die Meinungen von Menschen nicht mehr hören. Ich will sie auch nicht mehr hören. Weil die einzigen Meinungen, die mich interessieren, ob das, was ich mache, peinlich ist, ob das, was jemand anders macht, irgendwie dumm ist oder naiv oder nicht erwachsen oder zurückgeblieben, geistesgestört, wie auch immer das alles immer genannt wird, wenn darüber gelästert wird. Ich will diese Meinungen nicht mehr hören. Ich will sie nicht mehr hören. Die einzigen Meinungen, die mich interessieren, sind meine eigene und die, nach der ich gefragt habe. Wenn ich irgendwann in meinem Zimmer sitze und mir die Pulsadern aufritze und total unglücklich bin und auf mein Leben nicht klarkomme, dann bin ich sehr dankbar, wenn meine Freunde oder meine Familie ins Zimmer kommen und sagen, Jaco, ich sage dir jetzt mal meine Meinung, weil ich dann offensichtlich an einem Punkt bin, wo ich mit meinem Leben nicht mehr klarkomme. Aber ich bin ein glücklicher Mensch, ich habe ein schönes Leben und das so. Und jetzt so. So, ganz viele von euch fragen mich immer, Jaco, du hast immer so gute Laune, ist das echt? Bist du immer so gut drauf? Jaco, wieso bist du so glücklich? Antwort auf die Frage, ob ich immer so glücklich bin, auch hinter der Kamera, nein.
bin ich nicht. Ich bin ein Mensch. Auch ich habe schlechte Laune, auch ich habe PMS, auch ich habe Winterdepressionen, Zweifel. Ich habe das, was alle Menschen haben, in einem gesunden Maße. Und ich würde nicht sagen, dass Deutschland aktuell ein gesundes Maß an Depressionen hat, sondern ein sehr ungesundes Maß an Depressionen. Aber ich führe ein sehr, sehr glückliches Leben. Ich habe eine traumhafte Beziehung mit einem traumhaften Typen, der nett ist und mir die Welt zu Füßen legt, der viel netter ist, als ich es eigentlich verdient hätte, weil ich so eine dumme Kuh sein kann. Ich habe eine Familie, die mich immer unterstützt hat. In jedem Bullshit, den ich jemals vorhatte, ob ich in die Welt rausziehe und ein Studio für 30.000 Euro anfange, die geistesgestörteste Aktion in meinen Augen meines Lebens, ob ich sage, hey, ich mache mich selbstständig mit einem YouTube-Kanal und einem Blog und mit meinem Instagram-Kanal und whatever. Sie haben immer hinter mir gestanden, natürlich auch mit ein paar Zweifeln, aber sie waren immer da. Ich habe super tolle, nette Freunde, die lustig sind, die verständnisvoll sind, die mir zuhören, die das, was ich mache, cool finden und verstehen. Ich habe einen Job, der mir so viel Spaß macht. Ich weiß, der super unkonventionell ist und auch überhaupt nicht so akzeptiert, aber fernab von dem, was andere denken, stehe ich morgens auf und ich habe Spaß und ich kann kreativ sein und ich stehe unter der Dusche, während ich mir die Haare einseife und überlege, wie mache ich das gleich, wie formuliere ich das, wie schneide ich das, wie setze ich das in Szene. Ich reise um die ganze Welt. Ich war in den letzten 3 Jahren in Thailand, Kambodscha, in Indien, in Italien. Und ich war in Indien in dem Ashram. Und während ich aus einer Meditation komme, gucke ich über den Ganges und sehe einer Hindu-irgendwas-Zeremonie zu und denke mir so, wie abgefahren ist dieses Leben bitte? Ich kriege Anfragen von Unternehmen, wo ich früher niemals gedacht hätte, dass die jemals wissen, wer die kleine Jacko ist. Jacko Busch war dort ja noch gar nicht geboren. Neben diesen ganzen Sachen, die alltäglich sind, die jeder hat, wie schlechter Laune, kann ich mich nicht beschweren. Ich habe ein wirklich, wirklich schönes Leben. Irgendwie ist es ja auch immer so schick in Deutschland, sich kleiner zu machen, als man eigentlich ist. So, und das, was ich euch gerade erzählt habe, das ist weder sich größer machen, um anzugeben, und das ist auch nicht sich kleiner machen, um irgendwie akzeptiert zu werden, weil gemeinsames Leid und so weiter, irgendwie stehen die Leute da ja drauf. Das ist einfach nur die Wahrheit. Und wisst ihr, warum das so ist? Wisst ihr, warum ich heutzutage ein so glückliches Leben führe? Weil ich entgiftet habe. Weil ich über Freundschaftsleichen gegangen bin und weil ich drauf geschissen habe, was andere von mir halten. Und das ist ein Wunder, dass das passiert ist. Denn Jacko Wusch ist der Mensch, der sich in seinem Leben am meisten Gedanken darüber gemacht hat, was andere von ihm halten. Ich habe es euch ja schon 1000 Mal erzählt, wie viele Probleme ich oft damit habe. Ich hatte früher so viele toxische Freundschaften. Ich hatte so viele Leute um mich rum, die ja so cool waren und so erwachsen. Und mit denen ich, die haben nicht mal mich kritisiert, ja? Ich war schon immer eine Person, die sehr, würde ich jetzt einfach mal sagen, sehr selbstbewusst und sicher aufgetreten ist, auch wenn sie es nicht immer war. Ich bin nicht noch nie so die Opferperson gewesen, der man so sagt, das und das an dir finde ich richtig kacke. Mm-mm. Aber ich hatte toxische Leute in dem Maße um mich herum, dass sie immer über andere gelästert haben. Ich bin durch die Stadt gegangen und es war immer so, oh Gott, hast du die gesehen? Alter, richtig peinlich. Oh ja, die hat jetzt so und so einen Instagram-Kanal. Voll peinlich. Alleine mal dieser Tonfall. Könnte ich so in die Fresse schlagen, wenn ich jetzt drüber nachdenke? Richtig wütend. Immer dieses Geläster darüber, was andere machen. Kennt ihr das, wenn man in der Arztpraxis ist? Dann sind da so Leute, die immer zu diesen Frauenzeitschriften greifen, obwohl da ein Stern neben liegt. Ey, wisst ihr was? Fickt euch. Wenn ich in der Arztpraxis bin, dann lese ich die Brigitte. Das ist genau dasselbe wie alle Leute beschweren sich darüber, dass Schönheitsideale existieren. Und dieselben Leute sind am Strand und sagen, Alter, hast du die gerade gesehen? Und dann wird darüber gelästert, wie viel Zellulite jemand hat oder wie lustig es aussieht, dass jemand übergewichtig ist. Und das sind dieselben Leute, die sich dann beschweren, dass es Heidi Klum auf ProSieben gibt?
I don't get it. Das kannst du auf alles beziehen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Alter, ja? Ich bin jetzt in einem Alter, ich bin 29. Ich habe um mich rum ganz, ganz, ganz viele Mädels, die genauso alt sind wie ich und die jetzt anfangen, sich darüber aufzuregen, dass zum Beispiel im Fernsehen oder für manche Formate, auch auf YouTube und so, nur so 20 bis, sage ich jetzt mal, 22-jährige Girls genommen werden und alles darüber wird schon, ist schon wieder vielleicht zu alt und bla. So ist es ja auch bei Hollywood-Filmen und so weiter, ne, ganz oft. So, da wird sich jetzt drüber beschwert, aber das sind dieselben Mädels, die mit 24, 25 gesagt haben, boah, Lisa ist schon 31, wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Echt, ist die schon so alt? Ja, ich weiß, man sieht das nicht, aber ganz ehrlich, ohne Witz, ne, der Instagram-Feed ist voll fake, guck dir die mal in echt an. Wenn die dann lacht, dann siehst du richtig die Falten. So nämlich, so wurde geredet. Und das hat man sich selbst, das ist nur ein Tipp an euch, wenn ihr lästert, wenn ihr über sowas lästert, ihr lästert, das hat, ist nicht nur was Externes, das ist auch was Internes. Wenn ihr irgendwann zum Beispiel in diesem Alter seid, dann habt ihr all das, was ihr selbst gesagt habt und all die Reaktionen, die andere darauf gegeben haben, in euren Kopf. Und dann fühlt ihr euch schlecht, weil ihr so alt seid, wie ihr seid. Alles, was ihr bewertet, fällt am Ende auf euch zurück, wenn ihr selbst mal in der Situation seid. Wenn ihr schlank seid und über Leute lästert, die fett geworden sind, wenn sie ein Kind gekriegt habt. Wenn ihr irgendwann schwanger seid und zunimmt, fühlt ihr euch doppelt so schlecht, weil ihr darüber geredet habt. Wir machen das alles selbst in unserem Kopf. Leute, die immer nur darüber reden, dass andere Leute peinlich sind und was alles peinlich ist. Das sind Leute, die Minderwertigkeitskomplexe haben, die ein Problem mit sich selber oder ihrem eigenen Leben haben und unzufrieden sind und sich selbst eigene Grenzen stecken und diese sichern, indem sie schlecht über andere Menschen reden und sich über diese erheben können. Und das ist eine toxische Eigenschaft. Wenn ihr das bei euren Freunden merkt, dann sprecht es an und sagt ihnen, dass sie sich gerade wie ein scheiß Arschloch verhalten oder nehmt eure Beine in die Hand und lauft weg. Das habe ich damals gemacht und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Natürlich hatte ich auch Zeiten, wo ich mal ein bisschen einsamer und alleiner war, aber es sind neue Leute gekommen. Leute, die auch ihre Träume verwirklichen, die mich unterstützen und die ich unterstützen kann. Die Tatsache, dass ich mit diesen Leuten befreundet war, hat nicht nur dazu geführt, dass ich selbst gebremst wurde und mich viele Dinge nicht getraut habe, weil ich Angst hatte, etwas zu tun, was andere peinlich oder blöd finden. Es hat auch noch dazu geführt, dass ich selbst ein schlechterer Mensch geworden bin, weil ich ständig zu dritten Personen hinlaufen musste, um zu lästern, weil sich so viel in mir angestaut hat, was ich mir von anderen Leuten anhören musste, dass ich ständig woanders hingehen musste, um diesen Dampf abzulassen. Das heißt, ich habe Freundschaften geführt, über die ich lästern musste, um Dampf abzulassen, um sie weiterzuführen. Und das kann natürlich immer mal sein, auch heutzutage läster ich manchmal, weil ich Dampf ablassen muss. Ich weiß, es ist immer sowas, was man einfach so sagt, aber scheiß auf das, was andere Leute denken. Insta Direct zum Beispiel, ne? YouTube ist ja noch voll kontrolliert. Also da sowas hier wird zwar meistens größtenteils ungeschnitten hochgeladen, aber Insta Direct und auch Snapchat sind ja so Sachen, du haust raus. Das ist so, du nimmst auf und haust raus und am Abend guckst du dir das an und denkst so, oh mein Gott, was habe ich da hochgeladen? Aber das ist doch das perfekte Beispiel. Von wie vielen Leuten habe ich schon gehört, ja, der und der hat das und das über deine Insta-Directs gesagt, weil das irgendwie Leute sind, die machen was Konventionelles, ja, die sind auf einem Thron, ganz oben, da oben im Himmel. Die machen was richtig Angesehenes. Und dann ist da Jaco Wusch, mit der sie mal zur Schule gegangen sind und die jetzt sowas super Komisches macht. Die macht irgendwie so Sachen im Internet und auf Insta-Direct lädt diese Sachen hoch, das verstehe ich gar nicht, was das sein soll. So, solche Leute, ja. So, das sind dann Leute, die dann irgendwie über mich lästern. Aber wisst ihr was? Das, was ich teile, das bin ich. Und ich scheiße darauf mittlerweile, was andere Leute denken, weil ich verletze niemanden damit. Ich bin einfach nur ich. Wir neigen in diesem Land dazu, alles von oben herab zu betrachten, alles sofort kritisch zu sehen. Natürlich ist es toll, wenn man in der Lage ist, kritisch zu hinterfragen, aber ich habe das Gefühl, es gehört in Deutschland zum guten Ton. Das ist so die Nummer 1 Eigenschaft, kritisch sein. Wenn man ein Video sieht, ein cooles Video, ein schönes Video von einer Frau, die am Strand langläuft, dann denkt man nicht, wow, was für eine schöne Aufnahme. Nein, man denkt, oh ja, das ist jetzt schon wieder sowas Antifeministisches.
da wird die Frau, also die Frau, die hat jetzt Hosengröße 36. Das finde ich jetzt schon wieder sehr, sehr schwierig. Wieso können wir nicht alle Dinge machen, die wir cool finden? Wir haben mal damit angefangen, Dinge zu kritisieren, um eine bessere Welt zu schaffen. Und jetzt haben wir eine Welt geschaffen, die uns alle einschränkt. Ja, Mensch, Leute, jetzt habe ich mich aber aufgeregt. Jedes Mal, wenn ihr etwas von euch versteckt, weil andere Leute sagen, dass man das nicht machen sollte, dass das peinlich ist oder dass euch das unangenehm ist, obwohl das etwas wäre, was ihr tun würdet, weil ihr nun mal so seid, sagt ihr euch selbst damit, dass ihr aktuell so, wie ihr seid, nicht richtig seid. Aber wieso seht ihr das nicht von der anderen Seite? Wieso seht ihr nicht, was ihr schon alles getan habt, was ihr schon alles Gutes getan habt und dass ihr ein Mensch seid, der Fehler macht? Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich bin, wie ich bin, okay? Ich bin Jaco Wusch. Ich finde manche Sachen auf dieser Welt scheiße. Ich finde Rauchen scheiße und sollte definitiv damit irgendwann aufhören, weil das super ungesund und scheiße ist. Und übrigens auch nicht vegan. Und ich bin Jaco Wusch und ich finde Veganismus cool, weil mir Tiere wichtig sind. Aber ich habe auch zwischendurch schon mal in der Zeit tierische Produkte gegessen, weil ich ein sehr schwacher Mensch bin. Aber ich habe auch schon sehr viel gute Sachen getan. Und ich habe schon Videos gemacht, die ich selbst voll cool finde. Und Videos gemacht, die ich selbst im Nachhinein vielleicht ein bisschen peinlich fand. Aber so bin ich nun mal. Ich bin ein Mensch mit Fehler. Ich bin menschlich. Und wenn wir alle immer versuchen, total perfekt zu sein und nicht peinlich zu sein und immer nur darüber nachdenken, was andere Leute von uns denken, dann sind wir einfach unecht und unauthentisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich musste mich einmal kurz darüber aufregen, weil ich immer wieder beobachte in meinem ganzen Umfeld, dass Leute gestoppt werden, dass Leute Dinge nicht tun, weil sie Angst haben, was ihre Freunde, ihre Familie oder sogar fremde Personen darüber denken. Wir leben in einer Zeit von Social Media, wo Menschen ihr Leben im Internet veröffentlichen und zwar nicht nur irgendwelche Social Media Influencer, sondern auch Privatpersonen und immer nur darüber nachgedacht wird, wie das ankommt, anstatt darüber nachzudenken, wie man wirklich ist und dass das, wie man ist, in Ordnung ist. Mit all seinen Fehlern, mit all seinen Versuchen, mit allen Dingen, die man im Nachhinein vielleicht peinlich findet oder die andere Leute peinlich finden könnten, so ist man nun mal. Und ich sag euch, es ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl, einfach man selbst zu sein, weil man dann die Dinge anzieht, die auch so sind wie man selbst und dann fühlt man sich wohl und hat einen gesunden Nährboden, auf dem man wachsen kann. Okay, ich breche dieses Video jetzt ab. Ich habe mich genug aufgeregt. Ihr seid süß, ihr seid klein, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ihr werdet mich vielleicht wieder auf irgendeine Art und Weise eines Besseren belehren und ich interessiere mich sehr dafür, was ihr denkt. Mein Abschlusssatz ist: Seid ihr selbst so, wie ihr seid, seid ihr gut. Wenn ihr Arschlöcher seid, hört auf, ein Arschloch zu sein. Das war ein Widerspruch. Jaco Wusch, over and out.